Guten Tag, meine Freunde. Hier wieder ein weiteres Video. Was ich euch jetzt sagen will, die Monster-CDs, die Vorbestellungen, die sind alle raus. Und hier bei mir im Keller ist absolutes Chaos im Moment. Ich muss alles wieder neu einrichten. Ich habe jetzt seit Samstag Glasfaser, die 1 Gigabyte Leitung. Und natürlich musste dieser Hub, dieser Übergangspunkt, nicht wie vereinbart im Treppenhaus gelegt werden. Nein, die musste in meinen Keller rein. Und das wird natürlich spontan. Und ja, war das Chaos perfekt halt, ne? Aber egal, damit will ich euch nicht jetzt hier langweilen. Sondern die Monster-CDs sind unterwegs. Dann, ihr könnt noch gerne noch Tickets bestellen für Zaugebeiner und den Quaring Blatt. Jetzt am Freitag, live in der Schrankeriede. Ihr bekommt einen QR-Code zugeschickt als Ticket, per E-Mail halt. Ne? Bis Donnerstag lasse ich den noch im Shop aktiv. Und dann am Freitag mache ich den dicht. Dann gibt es nur noch Abendkasse. Und ich denke mal, ja, da wird auch einige Abendkasse kommen halt. Ne? Das wird bestimmt ein schöner Abend. Zaugebeiner, in Quaring Blatt. Kommt alle zahlreich, ne? Und dann haben wir da, wird das ein schöner Abend, denke ich mal, ne? Gut, jetzt, was wollte ich noch sagen? Genau, Sinister könnt ihr natürlich auch Tickets vorbestellen, machen auch einige. Da habe ich die Tickets hier bei Eventim online gestellt und habe ich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Milky the Gold Machine haben wir, glaube ich, schon einen neuen Termin. Muss ich nochmal genau nachfragen, dass das alles sicher ist, ne? Weil der 19.11. In Hannover am Ski-Heinz, da war doppelt belegt, also musste man nochmal einen neuen Termin holen, aber ich tüte den auch jetzt ein, das ist immer Stück für Stück halt, ne? Und dann, ja, ich denke und hoffe mal, dass die ganzen anderen, die jetzt die Rise of Kronos Platten gekriegt haben, dass sie alle zufrieden sind mit ihrer Bestellung, mit der Ware, wie die angekommen ist, wie die verpackt ist, ne? Und dann, ja, geht's jetzt halt weiter mit den anderen Sachen, ne? Ich erwarte jetzt den Brutal Spinster, müsste jetzt irgendwie die Tage kommen und mal gucken. Und ich muss noch mal nachfragen, wann Final Cry kommt. Und hier, da war noch hier Clear Scanels, da war ja auch noch ein Preisjagd, ne? Und ja, das, ich kümmere mich um alles zu halten, ne? Dass ihr eure Platten kriegt. Und gut, das war's eigentlich, was ich schon sagen wollte, das mit den Vinylen, mit den ansonsten schreibt mal was in den Kommentaren, beteiligt euch ein bisschen mehr, kommt in die Telegram-Gruppe, ne? Und dann, ich habe hier genug zu tun, ich treffe mich gleich noch mit einem in Braunschweig. Da will noch ein paar Sachen haben für so eine Tombola und das wird versteigert und das Geld geht an die zur Unterstützung der Ukraine halt, ne? Also eine ganz tolle Sache und ja gut, ich will euch nicht weiter langweilen. Bis dann.